Brienzersee, glaube ich, ist einzigartig. Ich finde immer noch jetzt, ist einer der schönsten Orte zum Paddeln in der ganzen Schweiz. Im Winter hat es die besten Tage zum Paddeln. Das ist einfach eine einzigartige Stimmung auf dem See. Du hast den See ganz allein für dich. Und es spielt keine Rolle, was der Wetter macht. Das ist immer ein spezielles Erlebnis. Ich glaube, in heutiger Zeit sind wir alle einfach im Umrennen und im Stress. Und die ganze Zeit sind wir immer, unser Kopf ist immer irgendwo. Und ich denke, sobald wir raus sind, das können wir einfach am Seiten lassen. Ich denke, das ist schon ein guter Ausgleich zum Alltag. Aber es ist mehr als das, es ist ein sozialer Aspekt auch. Und wir dürfen mit Leuten der ganzen Welt das Erlebnis teilen. Ich lerne so viel von anderen Leuten und das genieße ich, die Interaktion. So ist auf dieser Ebene auch. Und dann im Coaching, wenn ich den Leuten meine Leidenschaft weitergebe, das macht auch Spass. Und einfach mit Leuten super Erlebnis teilen, das ist wirklich eine Ehre, finde ich, dass ich das machen kann.